quasi gar nicht mehr reicht. Aber das war von der Vermietung wahrscheinlich, ne? Ja. In einem Projekt, das ich auch bei dem ersten Balkonfahrt hier schon gemacht habe, Traveling Forest, und das ich inzwischen in, glaube ich, so ungefähr 20 Ländern in aller Welt realisiert habe. Und das besteht darin, dass jeder so Segmente von Baumstämmen mitnehmen kann. Das ist ein interaktives Projekt und die mir nach Möglichkeit dann ein Foto schicken soll, wo der Baum auf seiner neuen, das Baumstück auf seiner neuen Reise gelandet ist. Der ernsthafte Hintergrund davon ist, dass wir als Menschen in dem Maße, wie wir die Natur zerstören, anfangen, so eine ganze Industrie von künstlicher Natur zu erzeugen. Also in jedem Gartenmarkt gibt es inzwischen Blumen aus Plastik, Birken aus Plastik, Bäume aus Plastik, Gras aus Plastik. Und damit beschäftigt sich eigentlich meine Arbeit, wie wir eigentlich zunehmend so die Natur in unseren Warenstrom einverleibt haben und untergeordnet haben und dann scheinbar noch im Grünen sitzen und in Wirklichkeit in einer Mischung aus Plastik. Also ich mache hier außerdem noch so Schilder, die sehen aus wie öffentliche Verkehrsschilder und Warnhinweise, Schilder zur Park- und Landschaftsordnung. Und der Gedanke geht davon aus, dass wir eh hier nirgends mehr berührte, unberührte Natur haben, sondern Landschaft, also die Entscheidung für eine bestimmte Sorte von Landschaft oder Parkanlage. Und der Gärtner oder die Stadt oder früher die Fürsten entscheiden darüber, was da wächst. Also es gibt dann zum Beispiel den Warnhinweis Unkraut raus oder Sammelstelle für flüchtige Pflanzen oder dieser Baum wird elektronisch überwacht. Und solche Sachen, die so unser Ordnungssystem in Frage stellen, weil ich eigentlich finde, dass nicht meine Kunst absurd ist, sondern die Wirklichkeit oft absurd ist und ich eigentlich nur versuche, das realistisch aufzuzeigen.